Hey ho und willkommen zu einer kleinen Bonus-Episode. Ich hoffe, ich kann hier soweit alles mehr oder weniger erschöpfend erklären. Also, Leuchtfeuer, habe ich ja schon gesagt. Einmal rasten am Leuchtfeuer heilt euch komplett von Vergiftung und allem drum und dran. Lässt alle Monster bis auf wenige Ausnahmen in der kompletten Welt wieder respawnen. Und Leuchtfeuer ist die einzige Möglichkeit, die Estus-Flakons wieder zu regenerieren. Je nachdem, wie stark das Leuchtfeuer brennt, kriege ich halt mehr Estus-Flakons wieder. Bei Feuerhüter-Leuchtfeuern wie diesem hier 10, bei standardmäßigen 5. So, ihr seht jetzt hier sowas wie Aushöhlung umkehren. Ich könnte jetzt Menschlichkeit, die ich im Pool habe, hier benutzen, auch nur am Leuchtfeuer, um mich sozusagen zum Menschen zu machen. Hätte ich dann noch eine zweite Menschlichkeit im Pool, könnte ich hier auf Entfachen klicken. Dadurch würde ich das Feuer um eine Stufe stärker brennen lassen. Auf Stufe 2, sage ich es jetzt mal. Stufe 1, ich kriege 5 Flakons. Stufe 2, ich kriege 10 Flakons. Das hier brennt jetzt schon auf Stufe 2, also könnte ich das hier nicht tun. Also bei Nicht-Feuerhüterfeuer ist es praktisch genug Männlichkeit dabei zu haben, um sich an dem entsprechenden Lagerfeuer dann durch insgesamt dann, ja, also durch das Entfachen dann halt 10 Flakons zu holen, um, ja, mehr Heilmöglichkeiten zu haben, um sich das Spiel zu vereinfachen. Gut, Lagerfeuer sind auch die einzige Möglichkeit, um im Level aufzusteigen. Ich komme jetzt also hier rein, sehe nötige Seelen. Das ist um einen Punkt in diesen Werten hier aufzuleveln. Dadurch würde ich das verbrauchen. Ich kann jetzt hier erstmal wählen, wie ich will. Ich muss es bestätigen, um es anzunehmen. Und für jeden Punkt, den ich hier wähle, steige ich automatisch um eine Stufe auf. Das ist jetzt einfach nur ein Indikator, wie viele Punkte ich verbraucht habe. Vitalität definiert. Also ihr seht ja, was sich so verbessert. Ich werde jetzt darauf nicht genau eingehen. Vitalität ist also im Grunde dazu da, um seine Lebenspunkte zu steigern. Weil sonst steigert nichts die Lebenspunkte außer Vitalität. Und halt verschiedene Resistenzen. Aber Resistenzen ist alles gut. Also im Prinzip steigert alles Resistenzen. Ihr seht auch hier Zauberei beispielsweise. Zauberei, ihr seht ganz rechts, Zauberei-Slots, habe ich gerade einen. Und an gewissen Schwellen bekomme ich mehr Zauberei-Slots dazu. Also auf 12 bekomme ich einen zweiten dazu, auf 14 einen dritten. Brauche ich, wenn ich jetzt Zauberer, Pyromant bin oder Kleriker, brauche ich halt einen Slot, um einen Zauberspruch, eine Schriftrolle reinzusetzen, damit ich diesen Zauber wirken kann. Kondition ist im Wesentlichen dazu da, um, ihr seht in der Mitte oben, Ausdauer und Belastung zu erhöhen. Ausdauer erhöht halt den grünen Balken, dadurch können wir, ja, mehr blocken, mehr rollen, im Prinzip mehr Aktionen durchführen, länger sprinten und so weiter. Eine sehr wichtige, also für Nahkämpfer sehr, sehr wichtige Stat. Und Belastung besagt, wenn ich Ausrüstung trage, die wiegt etwas und die besagt, so viel kann ich halt davon tragen. Wobei es hier auch gewisse Schwellenwerte gibt. Trage ich unter 50% Belastung, also wäre ich jetzt auf 50 und würde ich 25 oder weniger Kilo, ist jetzt mal, Belastung tragen, agiere ich agiler. Das bedeutet, ich laufe schneller, ich kann artistischer herumrollen. Wäre ich jetzt eher über 50%, würde ich wie ein Anfänger beim Purzelbaum schlagen mit dem Rücken auf den Boden klatschen. Und ich stehe langsamer nach dem Rollen auf. Also gerade für einen Nahkämpfer wie mich, auch noch besonders wichtig, Kondition. Unter 25% bin ich dann noch schneller. Hat allerdings den Nachteil, dass ich keine schwere Ausrüstung tragen darf. Stärke erhöht, ja, den Schaden mit der linken Waffe marginalst. Ist im Wesentlichen dazu da, um bestimmte Ausrüstung überhaupt tragen zu können. Also im Wesentlichen Schilde und Waffen. Viele haben eine Mindeststärke, die ich tragen muss. Mit Beweglichkeit ähnlich, gerade bei halt Messern, Dolchen, Agilitätsschwertern, Bögen und so weiter, brauche ich bestimmte Beweglichkeit, um sie tragen zu können. Generell erhöhen die, abgesehen von den marginalen Werten, die ihr da auf der linken Seite seht, erhöhen die den Schaden im Unwesentlichen. Es hängt von der Waffe ab. Waffen skalieren, eventuell, nicht immer, mit bestimmten Werten. Und ist dieser Wert hoch, also auch über dem Minimum, was ich brauche, um das Ding tragen zu können, ist der Wert hoch, mache ich damit Bonusschaden. Dazu später mehr. Resistenz ist, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich noch kein Bild oder Charakter gesehen, der auf Resistenz aufbaut. Erhöht halt die Abwehrkräfte. Mehr als ich, wenn ich jetzt einen Punkt in Stärke oder sowas stecke. Intelligenz ist für Magier halt wichtig. Zaubersprüche brauchen eine Mindestmasse an Intelligenz, damit ich sie überhaupt in so einen Slot packen kann. Und es erhöht halt den Schaden. Oder den Wirkungsgrad dessen. Wille ist sozusagen Intelligenz für Kleriker. Wunder, also das Kleriker-Pendant zu Zaubersprüchen, die Wunder, verbrauchen auch ein Mindestmaß an
an Wille, um sie wirken zu können, und sie werden dadurch halt auch in ihrer Wirkung verstärkt. Pyromantie braucht keinen bestimmten Wert. Deswegen ist das Ding universell, werde ich deswegen auch benutzen, wenn es soweit ist. Ihr seht Menschlichkeit. Menschlichkeit ist das, was im Pool, also oben die 0-0, an Menschlichkeit ist. Ist sozusagen so eine Art Ausnahmestat, der temporär, den ich temporär erhöhen kann, indem ich halt kondensierte Menschlichkeit, also Menschlichkeit-Item benutze, um das in meinen Pool zu holen, oder wenn ich halt durch Zufall, durch das Besiegen eines menschlichen Gegners Menschlichkeit in den Pool bekomme. Menschlichkeit, weiß ich jetzt selber nicht ganz genau, was es bewirkt, erhöht den Schaden, den ich ausführen kann, erhöht meine Verteidigung, meine Verteidigungsfähigkeiten und erhöht, das seht ihr vielleicht auf der ganz rechten Seite über den Zauberei-Slots, Beutehäufigkeit. Wenn ich Menschlichkeit im Pool habe, erhöht sich meine Chance, gute Gegenstände zu finden. Ja, dazu eigentlich hier mehr. In der Mitte sieht man jetzt halt noch, physische Abwehr wird unterteilt in verschiedene Schlagarten wie Schlag, Hieb und Stoß. Ob ich jetzt einen Hammer, eine scharfe Klinge oder eine stumpfe Klinge verwende. Und dann halt gibt es noch die, ich sag's mal, die anderen Elemente, Magie, Feuer und Blitz. Und es gibt negative Statuseffekte, das sind Blut, Gift und Fluch. Ja, sag ich vielleicht. Also Blut habe ich ja schon erwähnt. Wenn ich einen Blutungseffekt abkriege, erhöht sich eine Leiste. Wenn die voll ist, bekomme ich extra Schaden, dann ist die Leiste wieder leer. Gift funktioniert auch über eine Leiste. Wenn ich ein bestimmtes Maß an Gift abgekriegt habe, dann bin ich für eine bestimmte Zeit lang vergiftet und bekomme permanenten Schaden. Fluch funktioniert auch über eine Leiste. Bin ich entsprechend verflucht, dass ich verflucht bin, verflucht nochmal, dann habe ich nur noch die Hälfte meiner maximalen Lebenspunkte. Und Fluch wird auch nicht aufgehoben, indem ich sterbe. Da muss ich entweder einen bestimmten NPC besuchen, der das auflöst, oder einen teuren Gegenstand benutzen, den ich, glaube ich, irgendwo kaufen kann, um mich davon zu befreien. Ja, so viel erstmal dazu. Okay, man kann später noch Gegenstände kaufen, mit denen man seine Ausrüstung am Lagerfeuer verbessern oder auch reparieren kann. Das habe ich jetzt noch nicht, aber das sage ich jetzt, da muss ich später nicht erwähnen. So, kommen wir mal ins Menü. Ausrüstung. Das ist hier der Grundbildschirm für die Ausrüstung. Die Icons sagen an, das eine ist physischer Schaden, Magieschaden, Feuerschaden, Blitzschaden. Daneben dann die Haltbarkeit und zum Schluss das Gewicht. Jetzt gehe ich in den Detailbildschirm. Ja, wo fange ich jetzt am besten an? Also oben steht erstmal, was es ist, was für ein Schadenstyp ich mache und was für ein Typ von Waffe das ist. Gehen wir auf die linke Seite. Angriff sagt halt an, mit was für, ja, Werten ich das Ding, oder welche Auswirkungen meine Werte haben. Ich habe einen Basisschaden physisch von 80. Ich habe einen Basisschaden von... Achso, das ist Astoras Schwert. Ah, kein Wunder. Ja, Astoras Schwert hat auch einen Basisschaden von 80 auf Magieschaden. Also es macht 80 physischen Schaden, 80 Magieschaden. Was dann wiederum vom, von den entsprechenden Verteidigungswerten abgezogen wird. Jetzt seht ihr rechts daneben minus 49 und minus 64. Das heißt, von den 80 wird es entsprechend abgezogen. Warum? Weil... Dazu komme ich später. So, ganz einfach, dazu komme ich später. Kritisch bedeutet, ich habe eine gewisse Anzahl von kritischen Schaden, den ich verursache. Und das ist 100%. Wenn ich jetzt auf das Messer gehe, ich mache 147% kritischen Schaden, also mehr. So. Attributbonus, da ist es. Das bedeutet das Scaling. Also, diese Waffe wird stärker, je mehr Punkte ich in dem entsprechenden Attribut habe. Der Mucki bedeutet Stärke, die Hand bedeutet Geschicklichkeit. Dieses komische Zäpfchen bedeutet Magie oder Intelligenz, und dieser Stern bedeutet Wille. Also, ich habe einen Skalierungsgrad von C, das ist nochmal durchschnittlich, auf diese drei Werte. Wenn ich davon was erhöhe, mache ich mehr Schaden. Zusatzeffekt, das linke ist Blutung, hat er nix. Das rechte ist, das mittlere ist Vergiftung, und das andere weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist Göttlichkeit. Göttliche Waffen, ich weiß es nicht, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass göttliche Waffen haben bei Skeletten oder sowas, die Nekromanten in der Gegend haben, die stehen wieder auf, solange der Nekromant in der Gegend ist. Erkennt man vielleicht noch von Diablo, bei diesen kleinen Viechern, die ihre Schamanen in der Nähe haben und ihre Untergebenen, die gefallen sind, wieder auferwecken. Wenn ich mit einer göttlichen Waffe die niederstrecke, stehen die nicht wieder auf. Und das Dunkle ist irgendwie eine Chaoswaffe. Chaoswaffen skalieren mit Menschlichkeit im Pool. So viel dazu. Ja, Schaden Reduprozent. Ich kann diese Waffe, wenn ich sie in beide Hände nehme, auch nehmen zum Blocken. Dadurch, wenn ich dann was blocke, blocke ich 50% physischen Schaden, 10% Magieschaden,
entsprechend 35% Feuerschaden, 35% Blitzschaden und habe eine Haltung von 32. Die Haltung ist relativ wichtig, weil die gibt an, wie viel Ausdauer ich beim Blocken verliere. Je höher die Haltung ist, umso mehr kann ich eigentlich blocken, weil mich das weniger Ausdauer kostet. Man kann es nicht pauschal sagen, ich brauche jetzt so und so viel Ausdauer beim Blocken bei dem und dem Wert, weil das halt auch von der Stärke des Gegners abhängig ist. So, und darunter haben wir die nötigen Attribute. Das bedeutet, damit ich diese ganzen Negativmultiplikatoren nicht habe, wie wir eben gesehen haben, bei Angriff, physisch Magie, minus 49, minus 64, muss ich die Attribute hier erfüllen. Das heißt, ich brauche eine Stärke mehr, also eine Stärke von 10, damit dieser physische Schaden wegfällt. Und ich brauche einen Willen von 14, damit der Magieschaden wahrscheinlich wegfällt oder generell alles wegfällt. Deswegen wird es auch rot dargestellt, weil ich diese Anforderungen nicht erfülle. Und ja, viel mehr gibt es hierzu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Waffe, die ich ausgerüstet habe, in diesem Menü vergleiche, wird mir halt das, was schlechter ist, in rot angezeigt im Vergleich zu der Waffe, die ich halt vergleiche, und das, was besser ist, in blau. Schilde haben im Prinzip in der Regel immer eine bessere Haltung. Das heißt, ich kann damit mehr besser blocken, verbrauche damit weniger Ausdauer und haben reduzieren mehr Schaden. Wobei der Zielschild ist nicht unbedingt mein Favorit, der ist halt gut, wenn man parieren will, weil man dort ein höheres oder längeres Zeitfenster hat, in dem man den gegnerischen Schlag pariert als bei normalen Schilden. Aber dafür ist der hier relativ schwach und es kommt immer noch relativ viel physischer Schaden durch, wenn ich ihn blocke. Gehen wir nochmal ganz kurz zur Ausrüstung, weil die ist vielleicht doch ein bisschen anders. Also hier auf der linken Seite, wie ich das schon erklärt habe, mit den entsprechenden Reduktionen im Vergleich zum Schaden und so weiter. Auf der rechten Seite halt auch die Resistenzen zu Blutung, beziehungsweise nicht die Reduktion. Entschuldigung, ich habe gerade Schwachsinn erzählt. Es sind nicht die Reduktion des Schadens, sondern es gibt an, wie gut das Ding halt gegen die entsprechenden Schadensarten schützt. Wobei das doch wieder eine Reduktion ist. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das tatsächlich Prozentwerte sind. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber da weiß vielleicht jemand anders. Was besser. Ich weiß auch nicht genau, was der Balancewert sagt. Ich würde es so interpretieren, dass je höher der Balancewert ist, in der Mitte oben, umso besser, wie soll ich sagen, wenn ich einen Schlag abkriege, werde ich benommen. Das heißt, ich muss mich erst von diesem Schlag erholen, bevor ich wieder agieren kann. Je höher der Balancewert ist, umso stärkere Schläge kann ich einstecken, ohne dass ich benommen werde und direkt weitermachen kann. Also so Terminator-like. Dickste Schläge einstecken und gleichzeitig trotzdem noch Gegenangriffe geben und sich selber heilen. Ja, vielleicht noch jetzt etwas zum Online-Modus und der Menschlichkeit. Ich habe ja schon gesagt, Menschlichkeit im Pool ist gut, um mich mit dem Einsatz von einer Menschlichkeit am Lagerfeuer zum Menschen zu machen. Und als Mensch, ich muss ein Mensch sein, um dann mit Menschlichkeit im Pool ein Lagerfeuer zu verstärken. Als Mensch, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt gerade irgendwie was sehe, kann ich Koop spielen. Das heißt, es gibt ähnlich wie diese Nachrichten hier, ich bin jetzt online, deswegen sehe ich manchmal so Phantome, das sind andere Mitspieler oder andere Spieler, die parallel gerade auch an der Stelle sind, die sehe ich da mal kurz. Das hat jetzt keinen Einfluss, ich sehe sie einfach mal. Was ich ziemlich cool finde. Ähnlich wie andere Spieler solche Nachrichten auf dem Boden hinterlassen können, können sie ihre Signatur hinterlassen. Das bedeutet, komme ich an eine solche Stelle und sehe eine solche Signatur, kann ich den Spieler in meine Welt rufen. Dann erscheint er hier, wenn er denn, sag mal, zusagt und nicht ausloggt oder so, oder in der Zwischenzeit von einem anderen Spieler gerufen wurde, erscheint er in meiner Welt als Phantom und kann mir helfen, die Gegner zu besiegen und so weiter. Diese Signaturen werden mir allerdings nur als Mensch angezeigt. Der Nachteil an der Sache ist, sobald ich Mensch bin, bin ich sozusagen aber auch vogelfrei. Und zwar von PvP-Lern. PvP-Ler können die Welten als Invasor anderer Welten dienen. Dann kriege ich die Nachricht, ja, du wirst gerade von einem Phantom, dringt in deine Welt ein. Und ich bin ein sehr schlechter PvP-Spieler. Die werden mich dann einfach töten. Gerade weil es auch Leute gibt, die Player-Killen sehr viel Spaß haben. Die spielen das Spiel auf einer sehr geringen Stufe quasi durch, bis zum gewissen Punkt, wo sie sich dann enormst gute Ausrüstung zusammenbasteln können. Und sind mir dann natürlich auch ausrüstungstechnisch stark überlegen. Und schwätzeln mich dann einfach mal. Dadurch sterbe ich und werde am letzten Leuchtfeuer, wo ich gerastet habe, respawne ich dann und muss den ganzen Weg nochmal neu gehen. Deswegen Leuchtfeuer dienen auch als Checkpoint. Ich kann zwar mittendrin einfach speichern, hierüber, und werde dann
wenn ich das Spiel wieder lade, auch an der Stelle wieder ausgespuckt. Und alle Gegner, die ich bis dahin besiegt habe, sind auch tot. Aber wenn ich sterbe, komme ich beim letzten Leuchtfeuer wieder aus. So, eine Sache wollte ich eigentlich noch geklärt haben, aber die fällt mir jetzt... Ah Gott, da habe ich jetzt gerade leider Gottes den Faden verloren. So, Invader. Ah ja, vielleicht die Frage. Ich hatte mir gedacht, da ich auch bestimmte NPCs über solche Signaturen als Mensch rufen kann, und weil es auch NPC-Invader gibt, die es sich lohnt zu töten, dazu muss ich wiederum auch Mensch sein, habe ich eigentlich vor gehabt, meine Internetverbindung zu trennen für das LP, weil ich darüber dann halt, darüber kann ich dann halt zwar keine Koop-Mitspieler rufen, aber ich bekomme auch nicht das Problem der menschlichen Invader. Deswegen vielleicht an euch die Frage, wie ihr das seht. Soll ich das tun oder wollt ihr lieber sehen, oh ja, Invader, schön. Wir wollen sehen, wie er aufs Maul kriegt, wenn er als Mensch rumläuft. Problem ist andererseits, wie gesagt, wenn ich sterbe, bin ich wieder kein Mensch mehr, sondern bin ich wieder Untoter, habe keine Menschlichkeit mehr im Pool, die ist dann komplett weg. Und dann bin ich auf Menschlichkeit-Items angewiesen, wie dieses Ding hier. Das kann ich verbrauchen, bekomme dafür eine Menschlichkeit in den Pool, womit ich mich wieder zum Menschen machen kann. Das Problem ist, die Dinger sind selten. Ich kann sie ab einer bestimmten Stelle zwar farmen, aber wenn ich Invader hab, getötet werde, bin ich wieder untot. Und wenn ich dann keine Menschlichkeit mehr im Pool habe, gerade auch, weil ich sie brauche, um diese Leuchtfeuer hier zu entfachen, weiß ich nicht, wie gut das wäre. Aber genug erstmal zu dem Monolog. Ich denke mal, das waren auch für die, die das Spiel nicht kennen, schon zu viele Informationen. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, auch im Laufe des Projektes, dass ich vielleicht nochmal Sachen erkläre, bin ich gerne dazu bereit. Ansonsten hoffe ich, dass ich einen kleinen Überblick geben konnte, weil das Spiel erzählt einem dazu überhaupt nichts zu den verschiedenen Werten. Man muss sie sich selber interpretieren. Die einzige Sache, wo das Spiel was zu sagt, sind die, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, Select-Erläuterung, sind die Attribute hier mit so einem Einzeiler. Super, gut. Bringt mich zwar schon mal weiter, aber wenn ich jetzt wiederum ins Menü gehe, zu den Waffen, musste ich mir die Sachen... Oh, geht doch mit Select. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, schön, dann hätte ich das schön highlighten können, während ich das erklärt habe. Na gut, das muss jetzt anders gehen. Okay, ist in Prozent. Dann bin ich mal... Moment, dann gehe ich mal ganz kurz in die... Aber das Spiel erzählt einem noch nicht mal, dass ich das so tun kann, oder? Ja, eben unten im Level-Up-Bildschirm. Stand was mit Select. Hier steht es nicht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es nicht geht. Hier steht auch nichts von Prozentanzahl. Okay, dann wird es wohl nicht sein. Obwohl, dann kann ich vielleicht nochmal... Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen euphorisiert bin. Jetzt kann ich nochmal selber gucken, was das mit diesen Kreisen hier unten zu tun hat. Okay, es steht hier gerade gar nichts. Okkulte Effekte und göttliche Effekte. Wobei ich jetzt keine Ahnung habe, was das sonst irgendwie bewirkt. Ja, okay, so viel dazu. Bis dann zur nächsten regulären Folge. Bis dahin, ciao.